Jima. Hallo zurück bei der Sims 4 Kids Challenge. Jesse ist der Einzige, der noch am Schlafen ist. Alle anderen sind unglaublich früh wach heute. Vielleicht liegt es daran, dass der gute Geist unseres lieben Williams heute Nacht hier rumgespukt hat. Louis und Jesse gießen von alleine die Blumen. Ich finde diese Gruppenversammlung einfach obercool. Also das ist das Allerbeste, was es mir einfallen konnte, dass die hier mal freiwillig so ein paar Sachen erledigen, wie zum Beispiel Gartenarbeit erledigen. Sie hören auch sehr viel Musik. Aber was ich ein bisschen vielleicht nochmal überdenken sollte, ist die Einstellung, dass sie essen sollen. Weiß nicht. Dadurch, dass sie eh schon diese Anlage haben. Ich wollte mal kurz gucken, was wir hier noch so vielleicht machen können. Steige die Erfolgschancen romantischer Sozialaktionen während Gruppenversammlung. Achso, das wollen wir ja nicht. Aber hier, ja, das wäre ja ganz nett. Ich könnte uns natürlich hier auch solche Booster-Dinger holen. Für noch irgendwelche Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Geigenboost. Also alle Dinge, die wir halt zu Hause machen. Das wäre schon ganz interessant. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben. Abgesehen von den Babynamen, die ihr vorschlagen sollt. Das habe ich nämlich die letzten Male immer vergessen, am Anfang zu sagen. In der Infobox ist ein Link zu einer Namensseite, die zu den 1900er Jahren passt. Und da könnt ihr euch mal umschauen und euch ein, zwei Namen raussuchen und Jungs- und Mädchennamen vorschlagen in den Kommentaren, die einfach da reinschreiben und vorschlagen, damit wir auch einen Namen haben für das kleine neue Baby, wenn es kommt. Und genau, so könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, wir sollten uns hier zum Beispiel so einen Geigenboost holen oder so einen Malerboost. Oder ob ihr findet, dass das irgendwie geschummelt ist oder ein bisschen gecheatet ist. Wenn wir uns hier solche Sachen holen, dann, ja, aber ansonsten schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob wir uns hier solche Fähigkeiten-Boost-Bonus-Dinger holen sollen für unsere Familiengruppe. So, und ansonsten ist heute eigentlich jetzt dann Williams Tag und William ist auch ausgezeichnet gelaunt. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach sofort und überlassen den Rest sich selbst. Ich weiß nicht, dann, ja, das wäre, glaube ich, so eine Idee. Was ist denn der Rest? Ach so. Da kommen sie. Und zwar möchte ich gerne nochmal zu den Andersons nach Hause. Was war da? Ach so. Zu den Andersons nach Hause, weil das so am besten geklappt hatte. Ich könnte da natürlich jetzt auch nochmal Jesse mitnehmen, aber ich glaube, Jesse ist ein bisschen angepisst. Weil das nicht so lief, wie er das wollte und will erstmal ein bisschen Abstand von Alice und sich überlegen, ob er das möchte oder nicht. Deswegen fahre ich mit William alleine. Ich hoffe, sie ist dann auch dort. Nee, genau. Annie ist nämlich überhaupt nicht da. Ist nicht verfügbar für eine Reise? Aber weil sie dort ist, oder? Ja. Nee, stopp. Moment, Mann. So, hierhin. Und ohne alle, und aber mit Annie, weil Annie ist schon da. So. Da sind wir auch schon. Und es sind tatsächlich alle zu Hause. Wir begrüßen sie erstmal. Ja, nicht so. Also, ganz ehrlich. Wirklich nicht so. Geht jetzt irgendjemand? Ach nee, wir begrüßen uns. Der Vater will nicht, aber wir haben uns der Mutter noch gar nicht vorgestellt. Doch, das sollten wir auf jeden Fall noch tun, uns der Mutter vorstellen. Und der Vater ist jetzt reingegangen. Wir klopfen mal an, dass wir auch dann rein können. Befördert werden wäre gut, ja. Es ist auch gut gelaufen, wow, guckt mal. Es ist wirklich gut gelaufen auf der Arbeit. Wir hätten noch zwei Level, das wird halt schon sehr lang dauern. Deswegen, ihr wart ja dafür, das nicht zu tun erstmal. Ach so. Huch, Mutter und Vater sind jetzt weg. Aber die Schwester ist natürlich wie immer auch dabei, obwohl sie eigentlich viel mehr so einen Aufpasser bräuchte als Annie. Guck
gucken, ob uns jetzt trotzdem jemand reinlässt, auch wenn keiner da ist. Hey guys, ja, komm rein. Said no one ever. Lacht er sich da auch noch einen ab für. So. Dann sollten wir jetzt aber uns wirklich mal ins Zeug legen. Ich hoffe, diese Schwester verschwindet auch mal irgendwo hin. Aber mittlerweile ist es ja auch so ein bisschen offizieller. Wir sind ja jetzt tatsächlich schon... Also das ist doch immer das Gleiche, ehrlich. Die, ich weiß nicht, was mit dieser Schwester ist. Die ist selber so ein Flittchen, aber irgendwie dann... Nee, joggen sollst du nicht. Du sollst gar nichts selber machen. Du sollst eine Gruppe bilden mit... Annie, ganz genau. So. Und nicht mit der blöden Schwester. Die ist natürlich nicht blöd, aber die stört einfach immer bei diesen Dates. So, vielleicht... Wir machen mal... Ja, geh du mal weg. Ich weiß nicht, ob sie eifersüchtig ist oder neidisch auf Annie oder... Vielleicht will sie ihr das so ein bisschen kaputt machen. Knuddeln, ich weiß nicht, ist das zu viel? Das ist wahrscheinlich zu viel. Aber wir müssen mal den Romantikbalken ein bisschen hochbringen. Jessie war ja da mit Alice so ein bisschen sehr forsch und die haben dafür jetzt aber auch einen riesen Romantikbalken. Ja. Sind wir überhaupt nie? Anmachspruch sollst du nicht sagen, nein. Und die Schwester soll auch nicht mitreden. Schauen wir mal. Wir flirten nochmal. Also wir versuchen das jetzt schon so ein bisschen... Ja, wir versuchen das mal mit dem Knuddeln. Weil so ein bisschen offensiver sollten wir das vielleicht... So, guck mal, lass uns mal da zusammen hinsetzen. Oh, was ist denn hier passiert? Kann man doch nicht den Herd benutzen? Das ging doch aber letztes Mal. Ach, das war noch von letztem Mal, als es gebrannt hat, glaube ich. So. Anzünden, dann können wir so ein bisschen hier vom Herd, vom Kamin, meine ich, es uns romantisch machen. Boah, was? Ist doch nicht dein Ernst? Scheiße! Scheiße, sich selbst löschen und Annie löschen. Hallo? Du dumme Schwester? Lösch dich! Oh mein Gott. Na, das hat ja super geklappt. Dieses Haus ist doch... Oh Mann. Ja, super Date. Jedes Mal, wenn wir ein Date haben, brennt irgendwas ab. Das kann doch nicht sein. Ja, dann bade jetzt aber mal ganz schnell, bitte. So, mit Kollegen Kontakte knüpfen. Garten pflegen. Was wollte ich denn bei ihr? Ich weiß nicht. Malerei dann einfach. Und bei ihr hätte ich ganz gerne... Ja gut, dann kochen. Ich würde sie eigentlich ganz gerne mal sowas machen lassen wie, Ah, Moment. Mit Jessie kann ich... Achso, nee, mit ihm sind ja hier. Gott, ich bin schon ganz durcheinander. Ist das jetzt für Jessie überhaupt? So, nochmal. Jessie. Entweder Fähigkeiten aufbauen. Charisma war ja wichtig für sein letztes Bestreben. Ich könnte ihn aber auch Kontakte knüpfen lassen. Oh, wunderschön. Alter, ist er jetzt erwachsen geworden oder irgendwie? So, und ich würde ihn ganz gerne Kontakte knüpfen lassen. Das ist ziemlich verboten, aber ich würde ihn gerne mit dieser Dame hier Kontakte knüpfen lassen. Das, ja, einfach weil er so angepisst ist von allem, dass er bis jetzt fertig. Gut, dann suchen wir jetzt Annie. Die ist auch, Mann. Ja, so wird es doch sowieso nichts. So können wir jetzt nochmal... Hier, komm mal her. Geh mal weg von deiner Schwester. Nicht, dass wir da jetzt hingehen. Ach, sie kommt nicht. Komm. Die ignoriert uns einfach. Können wir sie nochmal herbeirufen? Vielleicht dann? Ich würde eher jetzt gerne ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Eigentlich müsste doch dann auch Williams Geburtstag bald kommen, oder? Kommt wahrscheinlich noch. Ja, jetzt ein Kompliment übers Aussehen ist natürlich super Taktik. Jetzt geht sie weg. Ich glaube, sie mag uns nicht mehr.
Das ist einfach zu kompliziert mit ihr. Geht's jetzt Ja, auch baden? Tibu! Jetzt kommt sie. Dann sind wir schon wieder weg und dann kommt sie. Mann! Das ist eine komplizierte Frau. Ich glaube, ich muss jetzt einfach doch noch mal. Ja. Doch noch mal in die Vollen gehen. So, wir machen mal. Mann! Hör auf, mit der zu reden. So, bleib du da stehen. Warte. Solange jetzt entweder, also endlich mal interagiert. Oh, sehr cool. Level 9 und der Geburtstag, genau. Wie lange noch? 2 Tage. Okay. So, könnt ihr jetzt mal bitte miteinander aromatisch interagieren? Kompliment. Flirten. Knuddeln? Vielleicht ein bisschen knuddeln? Sie ist sehr schlecht gelaunt, was ich ihr nicht verdenken kann, aber. Ich würde ja gerne mal vorankommen. Ja, okay, das hat ihr gefallen. Immerhin. Ein anderer Spruch. Komm, wir machen jetzt mal. Nein. Okay, so. Also, es ist jetzt zu viel. Das ist doch, die ist einfach zu schwierig. Ich kann nicht mehr. Fragen, was passiert ist. Oh Gott, da kommt ihr Vater. Ach du Scheiße. Hi. Hab nichts gemacht, das ist nicht meine Schuld. Mann, es hilft einfach gar nichts. Ich kann nicht mit ihr normal reden. Ich kann nicht mit ihr normal flirten, das bringt nichts. Wenn ich mal ein bisschen mehr Gas gebe, dann findet sie das gleich wieder scheiße. Obwohl wir jetzt bei ihren Eltern zu Hause sind. Knuddeln hat sie auch nicht gemacht eigentlich. So, wir sagen ihr das nochmal vor dem Vater oder auch nicht. Oder wir lassen sie jetzt einfach mal baden gehen. Vielleicht hilft das ja. Wir könnten versuchen, hier das mal weiter zu kochen. Vielleicht freut sich dann irgendjemand darüber, wenn wir hier was kochen. Ist das anstrengend. Dann geh doch auch baden. Warum gehst du nicht einfach baden? Mit denen redet sie jetzt. Jetzt sagt sie, hey, der hat mich abgefackelt, der will mich umbringen. Ich möchte den nicht heiraten. Geh baden. Geh einfach baden, bitte. Und entscheide dich jetzt mal. Du hast auch noch nie was gekocht, ne? Sollst du auch eigentlich nicht, aber wenn hier das Essen schon so rumsteht. Du sollst baden gehen. What? Hör auf! Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Jetzt schimpfst du ja noch mit mir. Du sollst dich einfach nur baden, damit du wieder besser gelaunt bist. Geh in die Badewanne jetzt. Dankeschön. Alter. Das ist ja wieder ein super Date. Armer, armer, armer William. Ganz im Ernst. Er tut mir so leid. Er gibt sich so eine Mühe. Und es funktioniert einfach nicht. Und die sind jetzt schon so lange am darum hampeln. Und es funktioniert einfach nichts. Gar nichts. Wie kann er denn jetzt... Guck mal, jetzt hat er für die ganze Familie gekocht. Gibt's hier denn irgendwas, was mal ein bisschen Spaß machen würde oder so? Ich glaube nicht eigentlich. Oh mein Gott, das ist so anstrengend. Da drüben könnte man mal hin. Ja, aber da müssen wir halt warten, bis sie so fertig gegessen. Ja, löschen wir das lieber mal wieder. Das Gebäude hier scheint sehr brandanfällig zu sein. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Vielleicht könnten wir mit dem Vater so lange weiterreden. Ah, so, wir sagen nochmal, hey, guck mal, wir sind jetzt wieder aufgestiegen in unserem Job. Es ist alles super und bestens gelaufen. Alles wird toll. Jetzt müsste sie aber dann auch mal fertig sein. Jessie kann dann mal fleißig sein auf der Arbeit heute. Die braucht echt lange, aber die war auch wirklich dreckig. Warum ist er denn jetzt sehr beschämt? Warum? Unbehagliche Begegnung.
Na, Mehl! Was? Achu! Ach, okay, weil Ich er hab angegeben hat. Hunger. Das kam nicht so gut an. Fuck. Scheiße, Mann. Okay, dann müssen wir jetzt der Nein. Mutter irgendwie. Wir erzählen denen meine Gruppengeschichte. Den. Oh, die Schwester kann uns überhaupt Oh, nicht no. leiden. Oh, Okay, deshalb ist sie yeah. immer dabei. Aber dabei ist doch William echt ein guter Fang. Nur weil er nichts erbt, der kann doch. Die haben hier zwei Töchter. Warum soll er denn Oh, nicht Uvene Sabatha. das übernehmen? Das ist so Fantu with lawyer and sword. traurig Huh? irgendwie. Almost tranquil. So, was machen wir jetzt, damit sie hier nochmal ein Kompliment, dann nochmal flirten? Ich weiß nicht, was ich da noch tun soll. Einfach immer diese harmlosen Sachen, davon wird's halt auch dann nicht besser auf Shy Dauer. away. So. Ah, Wunderbar. Jetzt kommt die dumme wenn Schwester wieder hinterher. Wie So wär's mit einer far. Verabredung? Komm. Hier, wie wär's? Kommen wir zwei allein. Wir gehen mal weg. Sind dann unterwegs Locken und Flover? einfach so ganz Heh, offiziell. Flazit. Vielleicht Farbosabe? hilft es ja. Heh, Garba. Ah, okay. Wo gehen wir hin, ist die Frage. Nicht auf dieses Grundstück. Ich, ja, hier wäre doch eine Idee. Da wollte ich ja sowieso dann. Wir waren auch irgendwo noch nicht, ne? Wir könnten auch in so eine Bar gehen. Das ist aber nicht so. Wir waren hier halt schon mal. Oder in die Stadt. Ne, ich finde, wir gehen dahin, weil das auch nah an ihrem Zuhause ist. So, mal schauen, ob das jetzt was wird. Wir müssen ja mit ihr ein bisschen. Vielleicht Händchen halten. Vielleicht das Händchen Sure. halten, ganz gut. Da steht schon wieder irgendein Spion da hinten. Hier. Hey, Tuga, So, jetzt sind wir Fambo. endlich mal unter uns. Und ich Wixana hoffe, dass es dann Jarsha, vielleicht Usine Pandole. besser wird. Wir Befallen müssen jetzt eigentlich Nargol, kokett werden. Das ist ein Vinda, bisschen schwierig bei Nibs. den beiden. Bisschen flirten vielleicht. Vielleicht wird's ja noch Don't mal lie, einfach Mwah. doch. Thanks. Wir sagen es ihr einfach nochmal. Du, Mug of ich finde dich fruit. wirklich, wirklich toll. Deine Familie, Warm das stresst mich request. irgendwie so. Ich kann ihr einfach nicht Kiara beeindrucken, egal was ich Wonsif. mache. Woony Cross Und Bronca. Neeb. Das mag sie Oh, nicht. Equa. Polynor. Ach, sie will es einfach nicht. Ich weiß nicht, Find was ich tun soll. Da! something. Sie findet ihn Go. einfach scheiße. Hey. Ingau. Tja, was sollen wir da tun? Niborf? Ja, boja. Sehr beschämt. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Wenn wir ihr sagen, sie findet ihn, er findet sie toll, dann hilft es nicht. Und es hilft einfach gar nichts irgendwie. Wenn ich Bemvoi. jetzt sage, schnelle Wurde. Wiedergutmachung, das wäre doch was. Hä, was willst du denn mit der? Schwa Geh Midara weg. Brauchen jetzt wirklich nicht noch jemand anders hier in dieser Unterhaltung. Guck mal, jetzt waren wir hier nur die Straße runtergegangen eigentlich. Quas Ah, das fand sie gut. Was war das? Die Wiedergutmachung? Und das hat geholfen? Können wir dann nicht. Nee, 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 nee. Das fand sie doch schlecht. Aha! Aha, Schwack okay. Lenark, So, komm, wir Quimbo küssen uns jetzt mal. Insula Kaleng. Er will es halt einfach wissen. Naja, Und? Fambo Bat. Sie machten mit, oh mein Gott. Oho, endlich. Okay. Dann können wir ja jetzt mal fragen, ob wir mal offiziell uns daten wollen. Leidenschaftlich küssen, als ob wir so weit kommen würden. Bin froh, dass sie jetzt überhaupt mal. Wo können wir uns denn mal hinsetzen? Da? Hier. Dann lass uns da mal hinsetzen. Okay, wir sind jetzt offiziell Datingpartner. Meine Güte. Wenn das mal nicht kompliziert war. Sie will dann bei ihrer Familie sein, sie will dann aber doch nicht bei ihrer Familie sein, sie will dann angemacht werden, sie will dann doch nicht angemacht werden. Was soll man denn da auch denken? Alles klar, dann sagen wir ihr nochmal, wie toll sie ist. Nein, du sollst aber sitzen dabei. Versuch. Versuch, Onga?
sitzen und irgendwie, ich weiß nicht, was machen. So? Leidenschaftlich küssen, das wird wohl nichts. Das glaube ich eher mal nicht. Jetzt macht sie ihn aber auch an. Die ist doch, die kann man nicht verstehen. Ich bin froh, wenn die einfach verheiratet sind und da in ihrem Häuschen wohnen und ich nichts mehr damit zu tun haben muss. So, wunderbar. Kommt noch was Neues dazu, oder? Gleichzeitig verspielt sein lassen. Ja, das kann ich eh vergessen. Aber Silber ist doch sehr gut eigentlich. Was könnten wir? Eine Rose anbieten? Das wäre doch schön. Die Folge ist jetzt eigentlich rum. Aber es läuft gerade so gut. Also, das ist doch echt... zum Mäusemelken. Was könnten wir noch machen? Oh, wie schön. Ja, genau. Aber leidenschaftlich küssen, das gibt's nicht zur Auswahl. Können wir uns überhaupt noch mal küssen? Heiratsantrag. Jetzt schon ein Heiratsantrag? Warum nicht? Also, hier. Wir machen das und dann macht er mal einen Heiratsantrag, damit wir auch mal vorankommen. Wir können jetzt nicht noch ein Date planen und dann ist sie wieder so bockig und es dauert ewig lange. Dann, nee, ach, William... Siehst du, genau so läuft das nämlich bei den beiden. Deswegen, wenn es jetzt mal gut läuft, dann mach auch Nägel mit Köpfen. Bitte. Ganz ehrlich. Oh, wehe, sie sagt jetzt nein. Sie sagt ja. Ha. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Vielleicht wollte sie einfach definitiv wissen, dass es ganz ernst ist. Also, dass es ihm wirklich ernst ist. So. Ach, mein Gott. So ein Glück. Dann, versuchen wir das nochmal. Vielleicht klappt das ja jetzt. Auf einmal ist er nicht mehr kokett. Das hat ihn irgendwie abgeturnt, kann es sein? Warum wollt ihr euch nicht leidenschaftlich küssen? Ihr habt nur nicht mehr so viel Zeit. Jetzt ist es nicht mehr da. Ach, nö. Na gut. Dann war's das jetzt für heute. Annie ist glücklich und geht. Ich weiß, vielleicht will sie einfach... ja. So, dann lassen wir ihn da mal was spielen. Vielleicht findet sie das ja schön. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Spontanverlobung. Aber ich glaube, das war das Beste, was wir tun konnten, um das irgendwie romantisch hinzubekommen. Und dann, ja, freue ich mich auf eure Kommentare, auf euer Feedback, auf eure Babynamen-Vorschläge und... dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!